Boah, ich hab keinen Bock mehr auf Menschen. Ich bin wütend. Lass mich mit dem Ruhe. Ich bin so ein geiler Typ. Ich bin genervt. Ich bin wirklich wütend heute. Ich will allein sein. Alle das gehört zu der Wut. Was ist Wut? Die Wut, Entschuldigung, ist ein heftiger und vorübergehender affektiver Zustand, der aus dem Gefühl von Aggression, Verärgerung, Frustration resultiert und eine starke Unzufriedenheit widerspiegelt. Die zu physischen oder psychischen Manifestationen einer Person führt. Einfach gesagt, die Wut ist ein Gefühl, das von starkem Ärger und Zorn bestimmt ist und bei dem man häufig laut wird oder schreit. Aber wenn wir uns durch Wutstärke fühlen können, birgt es auch und vor allem Risiken für uns selbst und für andere. Wut ist ansteckend und hat sehr schädliche Auswirkungen auf die menschlichen Beziehungen und auch auf die Gesundheit. Sie ist eine der Hauptursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit auch für Herz-Kreislauf-Unfälle. Selbst die Anwendung in kleinen Dosen hinterlässt Spuren. Andere greifbare und sichtbare Auswirkungen sind Hässlichkeit. Wenn man wütend ist, wird man wirklich hässlich. Das müssen wir bedenken. Wildheit, Blindheit, Unwahrscheinlichkeit, Desozialisierung und Hass. Du hast die Stimme erkannt. Ich bin Hans-Dimitri Ngile. Unser Podcast heute hat, wie auch immer, ein einziges Ziel: 3 Fragen zu beantworten zu können. Wer bin ich? Warum lebe ich? Und was werde ich der Nachwelt hinterlassen? Unsere persönliche Entwicklung ermöglicht es uns daher, nach einer besseren Lebensqualität zu streben, die wir mit anderen teilen können oder wollen. Wie du mit deinem Wut gut umgehen kannst, ist eine Frage. Was bedeutet Wut für dich? Und was können wir machen, um weniger wütend zu werden? Ich persönlich muss ich über 3 Dinge arbeiten und ständig, jeden Tag, muss ich immer daran arbeiten. Und es geht um mich selbst kennen. Man muss sich selbst kennen. Das heißt, man muss jede Situation Vernunft und Intelligenz zu erlangen. Wir müssen immer bedenken, dass die Folgen der Wut sind viel schwerwiegender als die Ursachen. Marc Aurel hat immer das gesagt. Aber die Ursprünge der Wut müssen wir auch kennen. Wut wird durch 4 Hormone verursacht aus Nervensystem. Diese 4 Hormone sind Adrenalin oder Stresshormon, wird auch genannt, Cortisol, das Energie mobilisiert, Testosteron, das die Energie erhöht und Angst reduziert, Serotonin, das Lusthormon ist. Die Hormone verursachen Wut, die 5 Formen annehmen kann. Die sind Frustration, impulsive
Wut, selbstgerechter Zorn, unterdrücke Angst, Gefühl der Ohnmacht. Und mehrere, wahrscheinlich habt ihr auch andere Formen erfahren. Können wir auch nochmal darüber reden. Ich habe für mich, um daran zu arbeiten oder um es zu schaffen zu können, beziehungsweise ich bin immer noch unterwegs, ich hoffe, dass ich werde das irgendwann schaffen. Aber ich habe ein paar Fragen gestellt und für euch auch zusammengestellt. Erste Frage: Kann Wut krank machen? Ja. Deswegen muss ich aufpassen. Deswegen muss ich arbeiten, um weniger wütend zu werden. Zweite Frage: Ist die Gefahr real oder mit meiner Vergangenheit verbunden? Wenn man wütend ist, es kommt immer von einer Gefahr. Aber warum fühle ich mich in Gefahr? Das ist eine gute Frage. Es kann entweder eine Real oder eine Vergangenheit. Und da spielt auf jeden Fall eine Rolle in unserem Kopf. Dritte Frage, die ich gefunden habe, ist: Warum reagiere ich gerade so wütend? Immer wenn ich wütend bin, ich muss immer diese Frage stellen. Vierte: Was ist der wahre Grund für mein Verhalten und die starken Emotionen? Fünfte Frage: Welche Gefühle verbergen sich noch hinter meiner Wut? Sechste Frage: Bin ich verletzt? Fühle ich mich hilflos oder ungerecht behandelt? Gab es eine ähnliche Situation in der Vergangenheit, die für mich besonders schlimm war? Achte Frage: Was bräuchte der verletzte Teil in mir gerade, um sich mehr wahrgenommen zu fühlen? Neunte Frage: Wie kann ich meinem Gegenüber mitteilen, wie ich mich gerade fühle, ohne meine Wut an ihn auszulassen? Zehnte Frage: Wie kann ich solche Situationen in Zukunft vermeiden? Dann, um ein paar Antworten zu finden oder zu können, ich habe eine Routine gebaut oder entwickelt, um gegen Wut zu kämpfen zu können. Ich habe zum Beispiel dieses Ritual. Vielleicht passt auch zu dir. Erstmal atmen. Wenn jemand daneben ist, jemanden umarmen. Ich kann auch rennen. Ich kann auch Antistressball kneten. Ich kann meditieren oder mit einem Antistressball spielen. Ich kann auch in eine lustige Erinnerung gehen, um wie schnell wie möglich wieder glücklich zu werden. Aber am Ende, ich musste auch finden, wie kann ich mit mir selbst sprechen? Und nach mehreren Versuchen habe ich festgestellt, dass mein Sohn zum Beispiel ist meine große Liebe. Deswegen kann mich beruhigen, wenn der neben mir ist. Aber wenn der nicht dabei ist, was soll ich machen? Ich sage mir immer, dass: Dimi, alles gut. Denk an deinen Sohn. Denk an Noah. Er möchte dich nicht wütend sehen. Und das hat eine Stärke. Und es ist für mich hilfreich, weil die Liebe, die ich für ihn habe, stärker ist als Wut. Ich glaube, jeder hat so eine Liebe. Wenn noch nicht, mach dir keine Sorgen. Es werde kommen. Und ich wünsche es dir. Wenn dir das Video
gefallen hat. Abonniere es, teile es und hinterlasse einen Kommentar. Hab ein schönes Wochenende und bis bald in einem neuen Podcast. Ich bin dein Dimi aus La. Ciao, ciao.